von der euphotischen Zone zur Photosyntheserate. Was ist ausschlaggebend für die Photosynthese? Klar, ich brauche Biomasse, ich brauche also irgendwelche photosynthetisch aktive Organismen, also im Prinzip Algen oder Phytoplankton oder Cyanobakterien. Und ich brauche photosynthetisch aktive Strahlung, über die haben wir jetzt lang geredet. Und ich brauche natürlich dann Nährstoffe und klarerweise spielt dann auch die Temperatur eine Rolle. Die Energieausnutzung des Lichts, das aus dem Wasser eintrifft, dieses Bar 400 bis 700 Nanometer, ist relativ gering. Sie sehen es hier, das ist also weniger, viel weniger als 1% bis 1,7%. Das heißt, im Prinzip, wenn man es technisch betrachtet, ist das also nicht sehr effizient, was die Algen hier machen. Es gibt interessante Dinge, Papers drüber, wo man also diese Effizienz künstlich steigert, indem man also in Algenzellen fluoreszierende Partikel einbringt, die also Licht sammeln und geben. Aber das ist natürlich eine Geschichte, die in der Natur nicht realisiert ist. Wie schaut diese Photosyntheserate aus, wenn man es mit der Lichtintensität in Verbindung bringt? Das sehen wir auf der nächsten Grafik. Das ist also diese Laborkurve. Wir haben also hier aufgetragen die Produktion, das kann man messen mit verschiedenen Dingen, also Kohlenstoff, der aufgebaut wird, Sauerstoff, der produziert wird, wie auch immer. Und Sie sehen, die Kurve nimmt mit der Strahlung logischerweise zu. Es gibt also einen Bereich, wo die Produktion ihr Maximum erreicht, das haben wir hier mit 100 angegeben. Und dann gibt es einen Bereich, der ist für uns ganz interessant. Das ist der Bereich, wo das Licht limitierend ist. Also je mehr Licht ich aufdrehe, desto höher steigt also die Produktion. Und ich habe also hier eine Situation, die ist mit IK bezeichnet. Also da ist also die Intensität des Lichts so, dass ich maximale Produktion erreichen könnte. Könnte deshalb, weil ich hier, das wäre dann natürlich entsprechend IK halbe, entsprechend deshalb, weil ich hier in einen Bereich komme, wo Lichtsättigung eintritt. Wenn ich also wenn alle photosynthetisch aktiven Zentren mit Licht gesättigt sind, dann kann ich schon noch mehr Licht auftreten. Es wird nicht mehr produziert werden. Und dann geht es sogar noch weiter. Ich komme in den Bereich, wenn das Licht zu stark wird, dass es zur Lichthemmung kommt. Und dann habe ich noch einen Bereich hier, den ich als Kompensationspunkt bezeichnen kann, das wäre also die Respiration. Wenn ich Primärproduktion messe als Sauerstoff, der produziert wird, die Algen aber gleichzeitig auch respirieren, dann komme ich natürlich an einen Punkt, das wäre unsere ja damals so bezeichnete 1% Lichtgrenze, der Kompensationspunkt, wo die Primärproduktion und die Respiration gleich hoch sind, Netto-Primärproduktion 0. Ja, das ist im Labor. Jetzt, wenn man dieses Labor in den See überträgt, müssen wir natürlich diese Grafik, wir müssen sie mal kippen, ja, also die X-Achse, die Strahlung wird natürlich jetzt zur Z-Achse und Lichthemmung, das wird also nicht unten, sondern wird oben sein, wo stark Licht ist, ja. Und die Lichtintensität kann ich natürlich nicht linear auftragen, sondern die ist, wie wir wissen, die nimmt ja logarithmisch ab. Ja? Gut, schauen wir uns das an. Das ist jetzt die Kurve auf einen See übertragen. Ich habe rechts dazu gezeichnet die Strahlung und Sie sehen, die nimmt eben nicht linear, sondern logarithmisch ab. Wir haben aber auch hier wieder den Bereich der Lichthemmung an der Oberfläche, dann einen Bereich, wo Lichtsättigung eintritt, also wo maximale Produktion ist. Und unten einen Bereich, wo das Licht dann limitierend wird, wo ich zu wenig Licht habe. Und irgendwann ist diese, ich habe es hier mit 1% eben bezeichnet, dieser Punkt erreicht, wo keine Nettoproduktion mehr stattfindet. Ja? Also 100, 10 und 1, das ist jetzt natürlich sehr schematisch. Aber ungefähr so schauen also die Primärproduktionskurven auch in den Seen aus. Klarerweise wird die, wenn Sie also 100, 10 und 1 nicht als Strahlung, sondern als Tiefe auftragen,
kann diese Kurve natürlich manchmal sehr zusammengepresst sein, wenn das Licht nicht tief eindringt, oder sie kann natürlich sehr gestreckt sein, wenn die Lichteindringtiefe sehr hoch ist. Ja, die euphotische Schicht, das ist also die euphotische Zone, haben wir bereits behandelt. Jetzt die euphotische Schicht ist ein bisschen was anderes, und zwar wissen wir ja, dass also dieses Epilimnium von Seen ist also in der Regel durchmischt. Das kann also 3, 4, 6, in großen Seen auch 20, 25 Meter dick sein. Das heißt, das Phytoplankton, das sich drin befindet, und Plankton heißt ja herumgewirbelt, herumgeschleudert, wird sich also im Laufe eines Tages, von Stunden, manchmal in einem Bereich befinden, wo sehr viel Licht ist, vielleicht Lichthemmung, dann wird es wieder runtertransportiert, wo zu wenig Licht ist, dann kommt es durch die Lichtsättigungszone. Und diese euphotische Schicht, das ist natürlich interessant, wenn ich das Licht mit der Durchmischungszone vergleiche. Ja, und das kann ich also so machen, die IE, die Intensität, ich versuche also das durchschnittliche Lichtangebot auszurechnen, indem ich also die durchmischte und die euphotische Zone vergleiche. Und vielleicht sieht man es am besten, wenn man diese Grafik hier anschaut. Wir hätten also in der Mitte hätten wir also die Situation, dass die euphotische Zone, also wo ich genügend Licht habe, also 100 bis 1%, gleich dick ist wie die durchmischte Zone. Ja? Dann sehen Sie, die Primärproduktion ist an der Oberfläche ein bisschen gehemmt und dann geht sie runter und die ganze durchmischte Zone findet Primärproduktion statt. Rechts der Biomasse, Sie sehen, die Biomasse der Algen ist dann oben gleichmäßig verteilt, nach unten nimmt sie natürlich ab, da ist zu wenig Licht, da können sie nicht wachsen. Dann habe ich, wenn ich noch raufgehe, habe ich die Situation, dass die euphotische Zone dicker ist als die durchmischte Zone, also das Epilimnium. Ja. Und Sie sehen, ich habe dann eine Situation, wo ich also zwei Gipfel habe der Produktivität. Ich habe also unten einen Bereich zwischen der durchmischten Zone und der euphotischen Zone, wo ich noch Licht habe, wo die Produktion sehr hoch sein kann. Das ist ein relativ ruhiger Bereich. Ja. Darunter nimmt die Biomasse ab. Und dann habe ich die Situation, wo das Licht nicht so weit eindringt, wie die durchmischte Zone ist. Ja, das heißt, die Algen werden also immer wieder in einen Bereich transportiert, wo sie eben zu wenig Licht haben. Und da sehen Sie, ist die Produktionszone sehr ähnlich wie in der Grafik in der Mitte, natürlich begrenzt durchs Licht. Die Algenbiomasse wird aber über größere Bereiche transportiert.